zum Brunnen. Wo ist er hin? Inzwischen hatte Lilly verstanden, dass sie Garrett lieber folgen sollte. Okay. Als Lilly den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Gut, die nehmen wir natürlich sofort an uns. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lilly versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lilly, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen. Oh nein, zu spät! Da ist sie! Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen. Hm? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache. Amüsiere uns. Es ist alles Ednas Schuld. Garrett hat es mir befohlen. Dr. Marcel ist böse. Bären für die Oberen. Nazi-Vampire im Hintergarten. Jawohl, das ist die richtige Antwort. Aber natürlich haben wir ein paar Beeren für die liebe Oberin gepflückt. Das dauert mir zu lange. War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Tja, nun, also... Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Woogie, Woogie. Harvey. Woogie. Harvey. Pah! Woogie, in der Tat. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lilly, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Woogie. Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kick. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lilly? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion. Um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten.
Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Ugi! Anarchie! 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 Oh Strom! Oh Strom! Oh Strom! Oh Strom! Na gut, jetzt nein. Na gut, nein. Jetzt aber nein. Gegen das System. Na gut. Verbote. Tun und lassen, was man will. Wütend werden ist ein Verbot. Spitze Gegenstände gefährliche Orte betreten. Feuer machen. Erwachsenen widersprechen. Alkohol trinken. Lügen. Gefährliche Orte betreten. Spitze Gegenstände verwenden. Wütend werden und tun und lassen, was man will. Hallo Tollkirschen. Hallo Ednas Karte. Auf die Karte würde sie später schauen. Sie rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Und von dem Tee servieren bestimmt auch nicht. In einigen der Tassen waren Bissspuren. Der Beruhigungstee schien nicht gut zu wirken. Nehmen wir mal mit. Psst, Lilly. Das Gemälde, es spricht. Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin. In der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier, nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Exzellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen, finden Sie nicht? Ach, die... das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Kennen Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen... Kindes. Nichts weiter. Lassen Sie uns da mal drüber reden. So, nehme ich mal die Teekanne mit. Und die Teetassen. Und die Tantassen. Lilly hatte bereits genug Tassen. Nein, man kann nie genug Tassen haben. Fiole mit Wahrheitsserum und Tollkirschen. Lilly wusste jetzt, dass man aus Tollkirschen ein Wahrheitsserum herstellen konnte. Oh, Tollkirschen. So, Fiole, einfach mal in die Teekanne. Das Serum reichte nur für eine Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen. Na gut. Zuerst musste da noch Tee in die Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen. Gut, dann helfen wir ihr mal dabei und gucken mal nach dem Teekessel, ob der beim Feuer brutzelt. Das Feuer ist da, der Kessel leider nicht. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Aber wir haben natürlich die Teekanne dabei. Wenn Lilly schon neuen Tee kochte, dann auch einen, der es in sich hatte. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? So, haben wir dann
Hä? Wie neues Wahrheitsserum? Haben wir doch. Lilly wusste jetzt... I don't understand. So, Teetassen und die Fiole hinein. So, Wahrheitstee. Die Herrschaften. Es ist angerichtet. Lilly, du ungeschickter Nichtsnutz. Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es... Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee, ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Wir haben doch Tollkirschen dabei. Tollkirschen. So, Teetasse, gucken wir uns die Harvey-Puppe nochmal an. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Und für den Fall, dass es einige noch nicht gemerkt haben, das leuchtende Rote, da sind natürlich Harveys neue Augen, das weiß man natürlich inzwischen, die Titelgebenden für das Spiel. Aber was tut sie denn da? Gehört das etwa auch zu ihrer Konditionierung? Keine Sorge. Sie steht unter Hypnose und kann keinen Unsinn mehr anstellen. Außer sich vielleicht selbst neu zu hypnotisieren, eventuell. Die Oberin wirkte wütend wie eh und je. Aber da war auch noch etwas anderes. War das etwa Angst? Lilly musste sich irren. Wovor auch? Trödel nicht rum. Servier dem Doktor und mir einen Tee. Haben Sie Geduld. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Meine neue Methode ist unfehlbar. Das war also dieser Dr. Marcel, von dem alle sprachen. Du weißt, was du zu tun hast. Tu es. Ja, gut, jetzt drängel mich doch nicht so. Ich bin nur ein kleines Mädchen und will ja nur meinen Tee machen. Wenn Lilly schon neuen Tee kochte, dann auch einen, der es in sich hatte. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Huch. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem, aber wo... Ja, wir haben doch Tollkirschen. Teekanne mit Tollkirschen. Lilly vermutete, dass die Tollkirschen denselben Effekt erzielen würden wie Garretts Elixier. Zumindest einen ähnlichen. Jetzt mussten sie nur noch gekocht werden. Na klar, das machen wir doch gerne. Huch! Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Wollte nur sicher gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn Pure Wahrheit, eine Räubusch-Tollkirschen-Mischung. Lecker. Dann nochmal. Der Kaffee ist fertig. Also der Tee in diesem Falle. Na endlich. Es wurde ja auch Zeit. Dummes Ki. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu... hysterisch. Es ist diese Stickerei. Sie erinnert mich an meine Zeit. Ich war so ein dummes Kind. Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier.
Ein Einhorn! Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Ach, dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance.